Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, da würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier mal direkt weiter hier mit der drittletzten Mission, Leute, Mission 7. ja, beim letzten Mal haben wir ja die Ordos hier ziemlich zurückgedrängt und ja, die sind ganz weit weg zum Glück. Und ja, es gibt eine Sache zu sagen, ich habe die Mission schon mal angespielt für 20 Minuten. Ja, dann ist meine Aufnahme mal wieder ja, abgestürzt und ich habe jetzt das Tool wieder gewechselt zum Loilo. Ich hoffe, dass da keine Lags vorkommen. Bitte nicht, Leute. Das wäre scheiße. Aber ja, gut, Leute. Wir starten einfach mal in die Mission und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Cutscene an. Seht mal, was der Wurm uns hier reingeschleift hat. Der berühmte Mentat der Atreides, Noremo Neo. Auf dessen toten Körper fanden wir eine sehr delikate Korrespondenz hinsichtlich einer atreidischen Hightech-Fabrik, die Transporter produziert, Carryalls. Mit denen sollen alle Sadukar des Imperators zur Schlacht vom Polarkreis hierher transportiert werden. Also, wenn wir die Atreides-Fabrik vernichten, verhindern wir, dass die Sadukar in die Schlacht eingreifen können. Wir schlagen die Atreides, während die Sadukar noch unterwegs sind. Siehst du, das ist das, was wir Spionage nennen. Leute, genau, Leute. Einsatz 7, ja, die haben den Typen von den Atreides ziemlich, ja, die haben den gekillt. Und ja, typisch Hakon mal wieder, ne? Gut, Leute, zerstöre alle Feinde der Hakon. Allerdings weiß ich schon, was es in dieser Mission gibt. Und zwar, es gibt die dicken Dinger. Jawohl, Leute, endlich, da freue ich mich richtig drauf. Endlich die dicken Dinger zur Verfügung zu haben. Und natürlich die Raketentürme. Sehr geil, Leute. Wisst ihr was? Wir müssen direkt. Ich habe die Mission ja schon. Ah, nein, nein, nein. Okay, nee, 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 nee. Doch lieber nicht direkt. Ah, lass erstmal die Verstärkung hier rauskommen. Los. Oh, das war doch nicht. Ich habe echt vergessen, dass er da noch ein paar Einheiten hat hier. So, dann lass mal die Verstärkung kommen, weil wir müssen uns nämlich hier unten einen Bau von ihm holen. Genau, Leute. Und, ja, zum Technischen gibt es jetzt noch zu sagen, dass ich spiele es im Fenstermodus jetzt. Das heißt, ja, die Auflösung hat sich wieder ein bisschen geändert. Aber es waren ja zwischendurch auch mal einige minutenlange Lags drin. Ja, und vielleicht sind die mit dem anderen Tool ja jetzt obsolet, die Lags. Wer weiß. Also, man weiß nicht, ne? Ja, wie sich das jetzt entwickelt. Auf jeden Fall für die letzten drei Missionen jetzt nochmal mit dem Loilo. Das solltet ihr aber nicht so merken von der Quali her. Und ja, wir haben jetzt hier den Bauhof erobert von den Atreides. Und müssen jetzt hier erstmal ein bisschen weiter erkunden, weil das wird heftig, was gleich kommt, Freunde. Es wird sau heftig. Deshalb weiß ich jetzt auch schon so in etwa, wie ich hier vorgehen muss. Und, ja. Genau, Leute. Ja, ich muss mich gerade hier konzentrieren und hoffen, dass das Spiel nicht wieder abkratzt. So, ja, dann sollte das passen soweit. Ich hoffe, es geht euch gut soweit. Ich war zwischendurch ein bisschen genervt davon, dass das Spiel wieder abgeknackt ist, aber das sollte doch jetzt passen soweit. Und ja, ich weiß, dass ich die Belagerungseinheit hier hinstellen muss. So, dann würde ich sagen, bau direkt mal die Raffinerie. Und ja, wie gesagt, Soundmischung muss ich alles nochmal überprüfen, aber ich glaube, das passt so vom Sound her. Die Gegner kommen hier nämlich aus drei Richtungen, Leute. Einmal von hier unten, seht ihr auch schon hier so einen Raketenturm. Einmal von hier, Sadukars. Und einmal von hier. Ah, seht ihr, da kommen auch normale Mannequins von da. Und zack. Sehr schön, Leute. Der hat echt mal geschossen, das ist unfassbar. Naja, gut. Auf jeden Fall, ja. Freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Dune 2000. Und, ja.
wollen wir jetzt erstmal hier vernünftig, hoffentlich, unsere Basis hier auf. Und wieder Mannequin. Warum überleben die so lange? Mensch, die Belagerungswaffe hier ist nicht so schlau wie die andere. Mensch. Egal, Leute, wisst ihr was? Kaserne werde ich mal hier hinbauen. Och, Leute. Der stirbt, ne? Der geht kaputt. Ja. Der geht kaputt, ernsthaft. Krass, Leute. Also, in der anderen Mission hatte der definitiv... mehr Energie. Aber, ja. Gut, Mannequin, wisst ihr was? Helft mal da. Gut, dass ich die nämlich hier schön auf dem Felsen gehackt habe. Weil das war einer von den zahlreichen guten Tipps vom Mastermind und von dem Flying Dragon Gaming. Verdammte Kacke. Gut, dann bau einfach 5 Mannequin und Türme. Ganz wichtig, Türme bauen. Ganz wichtig, Leute. Ich brauche hier Türme. Ich brauche hier erstmal schwache Verteidigungstürme. Weil, ja, wie ihr seht, der kommt mit Schallpanzern. Das ist schon ziemlich krass, ja. Gut, dann schießt ihr mal da drauf, bitte. Genau so, und ihr könnt da mal helfen. So, durch meinen Aufnahmefail habe ich jetzt wirklich einen kleinen Einblick in die Mission schon bekommen. Und die Mission ist heftig. Die Mission ist echt heftig, Leute. So, dann habe ich mal die 5 Mannequin, die stelle ich mal hier unten hin. Das Chai kommt mit nach vorne. Und ja, genau, Leute. Ihr kriegt das verteidigt, ne? Sehr gut. Alles klar, Leute. Dann werde ich danach einen Außenposten bauen, um die Türme schnellstmöglich durch Raketentürme zu ersetzen. Allerdings hätte ich auch ganz gerne noch einen zweiten Sammler. So, Leute, dann würde ich mal sagen, speichere das mal unter Mission 7. Und dann hoffe ich, dass die Kacke hier nicht mehr abstürzt. Ey, Mann, was soll denn das? Immer diese Abstürze hier in dem Spiel. Ja. Oh, Schallpanzer. Ernsthaft. Die Schallpanzer, die sind immer so krass. Ja, na... Ernsthaft, voll auf die Mannequin, wie erbärmlich, wirklich. So, Leute, ich brauche eine zweite Raffinerie. Ernsthaft, ja gut, dann lass mal die Türme mithelfen. So, Leute, aha, genau dafür, seht ihr das? Genau für diese Fuck-Sardukas habe ich hier die 5 Mannequin stehen. Genau dafür, damit die mich nicht hier wieder so nerven. Genau dafür habe ich hier 5 Mannequin stehen, Leute. Genau dafür. Die Mannequin sind schön billig. Das heißt, die kann man immer schön nachbauen. Nein, mach doch nicht 1 gegen 1. Das ist doch doof. So, okay. So. Jede Menge schöne Wüstentruppen. Haha. Die haben mich mega abgenervt. Beim letzten Mal, wirklich. Die haben mich mega genervt. Zum Glück sind die Mannequin schön billig hier. Jo, der Start war schon ein bisschen besser als... Moment, da hat jemand Kommentare geschrieben. Der Start war schon ein bisschen besser als beim letzten Mal. Ja, der Start war besser. Der will auf den Sammler, ne? Hau bloß ab. So. Und zack. So, dann brauche ich jetzt Energie, Leute. Einmal Energie. Und genau. Der hat mich nämlich mega genervt, auch hier mit diesen dicken Rohren hier. Und dann fahr da oben drüber los. Einfach eiskalt hier. So, genau, wir brauchen Energie. Zack. Und die Sammler lassen wir mal in Ruhe sammeln. Boah, der Start, der war echt besser als beim letzten Mal. Krass. Krass, 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 Leute. Gut, da ist noch ein dickes Rohr. Da nehme ich jetzt einfach mal die Quatsch für.
Und ja, mach die mal kaputt da. Los. Gut, dann würde ich als nächstes die schwere Waffenfabrik bauen und die leichte. Und da können wir eigentlich schon... Moment, soll die Forschung hier? Ja, die Forschung kommt hier hin. Da kommt die leichte hin. Ich baue erstmal ein paar Betonplatten. Und ja. Genau, Leute, ich hoffe, dass es mit dem Leute jetzt echt besser klappt. Ja, ist gut. Und wir können die dicken Dinger bauen, sehr schön. Jetzt freue ich mich. Da freue ich mich wirklich drauf, Leute. Ach, dicke Rohre, sehr schön. Na, nicht dicke Rohre. Dicke Rohre haben wir schon. Dicke Dinger, also dicke Panzer. Ich weiß, das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist so. Es sind dicke Dinger. Ja. Egal, Leute. Gut, spielt ein Speicher. Ich habe mir das jetzt hier vorgenommen, einfach mal ein bisschen öfter zu speichern, weil falls es wieder abstürzen sollte. Warum läuft das so langsam? Der kommt doch bestimmt wieder angeschissen jetzt. Wenn das kurz laggt, das Spiel, das ist nie ein gutes Zeichen, Leute. Das ist nie ein gutes Zeichen. Da kommt er nämlich irgendwo heftig angeschissen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ah, meine Güte. So, gut, die Sammler kommen rein, das ist sehr gut. So, Leute, ja, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu im Dune 2000. Und, oh, ey, dieses Spiel, ne? Auf den letzten drei Missionen will mich dieses Spiel wirklich noch mal nerven. Ja, ich habe noch mal eine halbe Stunde aufgenommen. Hab mich hier jetzt aufgebaut. Allerdings, die Aufnahme war wieder weg. Selbst mit dem Leulo funktioniert das irgendwie nicht. Leute, ich bin gerade ein bisschen minimal wirklich genervt davon. Aber... Verdammt nochmal. Es ist nicht viel passiert, Leute. Wir haben uns einfach hier aufgebaut. Ihr seht den Raumhafen, Waffenfabriken, Werkstatt, Mannequin und ja, die Hightech-Gebäude hier. Und ansonsten ist zum Glück ja nicht viel passiert, ne? Ansonsten ist zum Glück nicht viel passiert. Wir haben einfach nur uns aufgebaut und... Genau, Leute, wir haben den atreidischen Luftangriff. Das ist so geil. Wir haben die Hightech-Fabrik gebaut und aufgerüstet und wir haben dadurch einen Luftangriff. Das ist so unfassbar geil, ey. Ein Luftangriff von den Atreides. Ja, ja. Das macht so voll keinen Sinn jetzt gerade, ey. Aber, ja, gut. Ja. Da musste ich erstmal lachen, als ich das gesehen habe. Im letzten Part. Aber ja, gut. Ich nehme es jetzt wieder im OBS auf. Weil das mit dem Leulu ja irgendwie so gar nichts gebracht hat, ne? Und, ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe, dass da... jetzt hier, dass das Spiel mal nicht abstürzt und dass da keine Lags kommen. Das ist ja mega nervig. Wie gesagt, ich spiele es jetzt im Fenstermodus, im OBS und irgendwie die letzten drei Missionen noch rumkriegen, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein, dass das Spiel jetzt so sehr buggt. Wirklich. So, gut, Leute. Ein Schallpanzer gegen einen Raketenturm, das ist eigentlich easy. Gut, Leute, warum habe ich ein großes gebaut? Egal, dann. Ach so. Noch zwei Raketentürme hier hin. Voll verbarrikadieren hier. Der Sammler ist so mutig, ne? Das ist unfassbar. Und genau, ja. Wie gesagt, also es war jetzt eine halbe Stunde Spielzeit eigentlich nur dafür da, um die Basis hier aufzubauen. Wir werden hier minütlich angegriffen. Das ist krass. Und aber ihr habt in dem Sinne eigentlich nichts verpasst. Also, wir sind jetzt in der zweiten Folge von Mission 7. Da ist sein Luft an. Oh nein. Zu wenig Energie. Immer diese Kackenergie, ey. Wirklich. Die nervt. Hör auf, das ist kindisch. So, diese Kackenergie immer, ey.
Die hindert mich immer dran, dass ich was Neues baue. So. Allerdings habe ich in der letzten Folge auch schon festgestellt, dass ich vor Abstürzen hier nicht gefeit bin. Das heißt, ja, das Spiel stürzt immer noch ab. Das ist das einzige Traurige an diesem Spiel. Das Spiel ist richtig gut, aber es stürzt halt gerne ab. Ja, gut, egal, Leute. Lass uns nach vorne schauen. Wir haben hier einen Trike. Ich kann mal ein bisschen erkunden fahren. Das würde ich sagen, mache ich mal. Gut, Leute. Hier vorne ist nämlich schon die Basis. Da habe ich auch schon festgestellt beim letzten Mal. Ja, hier vorne ist eine Basis. Und ja, soll ich einmal den Sammler anschießen? Nein, 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 mach das nicht. Das ist lebensmüde. So, dann noch ein Turm. Immer schön Raketentürme hier bauen, weil die braucht man wirklich. Dann drehen wir da eine Runde da. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, auch wenn ich hier das ein und andere Mal ungewollte Schnitte drin habe. Ja. Kann ich wieder abbrechen, weil ich nur zwei Sammler habe, ne? So. Der hasst meine Verteidigung, wirklich. Das ist echt so. Der mag diese Verteidigung hier nicht. Der will immer hier auf die Mannequin. Ich weiß nicht warum. Die fucken den richtig ab, keine Ahnung. Ah, genau, hier oben sind die drei Würmer, Leute. Drei Würmer. Ja, habe ich so auch noch nie gesehen. Aber es ist halt so, ja. Dune 2000 ist anscheinend unberechenbar, das Spiel, ne? Drei Würmer. Habt ihr das schon mal gesehen? Schreibt mal in die Kommentare rein. Ah, hier ist nämlich die Basis, seht ihr? Hier ist ja eine Basis und wir können jetzt sogar noch ein bisschen mehr erkunden hier. Schaut mal. Ach nee, das sind nur seine Geldreserven. Aha, weißt du was? Dann Luftangriff. Schmeißt du mir auf die Energie da drauf. Wow! Oh, das ist gemein. Das ist gemein, Leute. Das ist mies. Das ist richtig mies. Wow. Komm mal her hier. Los. Oh, der hört nicht auf. Warum hört der denn nicht auf? Ist egal, Leute. Dann schießt ihn halt kaputt. Wenn der unbedingt das Gebäude platt machen will, dann schießt ihn halt kaputt. Ja, dann hat das jetzt halt. So, dann... Oh Gott. Gott sei Dank. Ach, du Penner. Verdammt nochmal, jetzt hat er hier so ein... Nein. Die Energie braucht doch so lange. Jetzt haben wir hier einen Eindringling. Verdammt, da hat er hier noch so eine Betonplatte weggeschossen. Ach, Mann. Da müssen wir jetzt hier sneaky mit dem Eindringling spielen, ey. Oh, Mann. Ja. Ey, nicht sein Ernst, mit einem Drecksschallpanzer. Weißt du was, dann verkauf zwei Raketentürme. Gut, dann... Leute, ich kann mir das nicht leisten hier. Mit so einem Drecks-Eindringling, ey. Wirklich. Weißt du was, dann bau jetzt einfach so eine... Das ist so mies, ne? Das ist so mies. Ich brauche unbedingt Energie, Leute. Dann verkauf halt hier. Mann. Das ist so gemein, ey. Wirklich. Mann. Da kann ich wieder abbrechen, ey. Das war... Was war das denn, ey? Was war das für eine Szene gerade? Wirklich, ey. Mit einem Schallpanzer hat er mir so viel Schaden gemacht. Natürlich ist das dicke Rohr jetzt weg, ne? Ist klar. Ja gut, egal. Komm, Leute. Dann. Dann haben wir zumindest mal ein paar Männchen mehr. So. Dann haben die da schon mal keine Chance mehr. Boah. Was soll das denn, ey? Okay, dann bau direkt neu hier. Radar. Aber wisst ihr was? Dadurch kann ich doch
Boah, das kackt mir nicht mehr auf. Dadurch kann ich doch einen Sammler mit Flugzeug kaufen. Alles hat seine Vorteile, ja. Oh nein. Jetzt fehlt ja schon wieder so eine Kackbetonmauer, ey. Meine Güte, ey. Das ist ganz schön krass. Ey, was heute los ist mit dem Spiel, ne? Ich fasse nicht. Ich glaub's echt nicht, ey. Gut, Leute, einfach mal durchatmen. Alles wieder nachbauen. Na bitte, neue Anweisungen. Gut, beruhigen wir uns mal wieder, Leute. Beruhigen wir uns mal wieder. Ja, wie gesagt, ich nehme wieder mit OBS auf. Und genau, Forschungszentrum wieder bauen. Ja, das kannst du vergessen, Junge. 5 Raketentürme, du bist direkt kaputt. Ja, genau. Kurzer Prozess. So. Dominiken können die machen. So. Mach den mal kaputt, da los. Noch eine Minute. So, da kommt mein Sammler mit Flugzeug. Das ist schon mal sehr gut. Wurmzeichen. Ja, die krotzen hier rum. Die ganze Zeit in der Ecke. Und... So, wir haben uns wieder aufgebaut. Raketentürme. Und ich werde gleich endlich mal meine Angriffsarmee aufbauen. Aber erstmal muss ich mich hier zu Ende aufbauen. Das ist so. Energie werde ich auch hierhin bauen jetzt. Und nicht hier unten hin. Weil ihr seht ja, was passiert, ne? Gut. Was zum... Achso, der hat Verstärkung gekriegt. Super toll, ne? Toller Freund. Wirklich. So. Gut. Ja, wegen den ganzen Schnitten seid ihr jetzt, sind wir jetzt halt erst in der zweiten Folge von der letzten Mission, ne? Ach, von der letzten. Von der drittletzten Mission. Und ja, da kommt er wieder mit Trikes an. Aber das bringt nichts. Sehr gut. Der sammelt hier oben, das ist ganz gut, ja. Hm. Das ist ganz gut. So, Leute, dann. So, alles klar. Dann kommt ihr mal hier hin, hier hoch. Und dann baue ich jetzt die nächsten Waffenfabriken. Die 7 Raketentürme, die müssen einfach reichen. Die müssen einfach reichen, Leute. Oh, da kommt schon wieder so ein Kackschallpanzer. So. Ja, es ist nicht einfach, Leute. Das ist absolut... Danke. Na gut. Das ist... Ah, der kann nur einmal. Ja, das passt doch. Sehr gut, Leute. Ja, gut. Dann,